Moin Freunde, ich nehme das Video jetzt direkt nach einem OMETV-Livestream auf. Die Leute, die mir auf Insta folgen, wissen, was passiert ist. Der Rest wird es wahrscheinlich im Titel lesen. Ich habe gerade OMETV live gestreamt auf dem Kanal von mir, auf meinem Meme-Channel. Und das wurde was gezeigt auf OMETV, was man nicht zeigen sollte. Es wurde der Geschlechtsteil einer weiblichen Person gezeigt, als Handyfoto, glaube ich, mich zu erinnern. Das ist nicht das erste Mal, dass es gezeigt wurde, aber bis jetzt hat es nie richtige Konsequenzen. Dieses Mal wurde es wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob YouTube da automatisierte Bots hat. Aber ich glaube, dann hätte ich da schon früher einen Strike bekommen. Ich glaube, ich wurde von jemandem da gemeldet. Das heißt, einer, der meinen Livestream geschaut hat, hat einen 30er gemacht und hat meinen Stream gemeldet. Weshalb er hat das wahrscheinlich einen Ausschnitt oder ein Bild an YouTube geschickt hat. Und YouTube das dann gesehen hat und sich dafür entschieden hat, mir meinen ersten Strike zu geben. Ich kann es euch auch gerne hier mal zeigen. Wegen Nacktheit und pornografischen Inhalten wurde ich gebannt. Deswegen denke ich mal, dass es daran liegt. Ich habe da jetzt schon eine Beschwerde eingereicht. Ich weiß nicht, ob es was helfen wird, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall besser. Was hat es jetzt für mich für Auswirkungen? Bis jetzt noch gar keine. Bis jetzt, ich weiß, also ich denke, es wird als erster Strike gezählt. Aber hier steht noch Warnung. Deine Inhalte wurden entfernt, weil sie, also der Stream wurde direkt entfernt und wurde auch direkt beendet. Aber das hat keine Auswirkung auf meinen Kanal jetzt in dem Sinne. Ich weiß, früher war es so auf YouTube, sobald man seinen ersten Strike bekommen hat, hat man direkt für eine oder zwei Wochen Livestream-Verbot bekommen. Das heißt, man durfte 2 Wochen nicht Livestream und keine Videos hochladen. Das ist jetzt zum Glück nicht so. Also ich werde noch Videos hochladen können. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen auf meinen YouTube-Kanal hat. Das heißt, in Form von YouTube-Algorithmus, dass der jetzt zum Beispiel YouTube meine Videos oder so nicht mehr monetarisieren lässt, slash nicht mehr so hoch in Ranking-Listen anzeigen lässt, dadurch, dass die halt denken, dass ich nicht mehr so werbefreundlich bin. Wenn es so wäre, wäre ziemlich scheiße. Aber ich hoffe einfach mal, dass es keine Auswirkungen hat, wie es hier steht. Aber das Problem ist, beim nächsten Strike, also falls sowas nochmal passieren sollte, kriege ich hier noch eine Verwarnung wegen des Verstoßes gegen die Community-Richtlinien. Und du kannst eine Woche lang keine Videos hochladen und Beiträge posten oder Livestream streamen. Vom Ding her hört sich das nicht so schlimm an. Eine Woche, okay, könnte ich mit leben. Aber ich glaube, sobald man 3 bekommt, wird der Stream. Oder was heißt der Stream? Dann wird der YouTube-Kanal für immer gelöscht. Das heißt, dann ist mein YouTube-Kanal für immer weg. Und ich werde ihn noch nicht wiederholen können. Da gibt es dann keine Möglichkeiten. Deswegen, Freunde, habe ich leider die Befürchtung, dass es der letzte OMETV-Stream war. Oder in dem Sinne der letzte OMETV-Stream. So wie es wir bis jetzt immer gemacht haben, dass ich, man kennt es ja von den anderen ganzen YouTubern, TikTokern, was auch immer, die haben, bevor sie den zeigen, immer so irgend so ein Bild darüber, dass man, falls irgendwelche pornografischen Inhalte da drin sein sollten, dass man die nicht sofort sieht, sondern erstmal das Bild und dann, wenn ich denke, yo, das wird ganz gut ausgehen, kann ich das immer noch wegmachen und dann sieht es der Chat auch. Das Ganze ist tausendmal aufwendiger und ist scheiße, weil OMETV war eins der geilsten Formate mit neben Rocket League natürlich, die es auf meinem Kanal gegeben hat. Und es gestaltet sich jetzt alles deutlich komplizierter. Aber ich weiß nicht. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie wir da vorgehen sollen, was ihr in meiner Meinung in meiner Situation jetzt machen würdet, ob ihr jetzt lieber gar kein OMETV mehr streamen wolltet, weil das Risiko zu hoch ist, noch einen Strike zu bekommen, oder wir das Risiko eingehen sollten, halt immer mit einem Bild, aber dann kann immer noch passieren, dass sich irgendein Dulli seine Hose runterzieht.
Ja, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen eine scheiß Situation. Bis jetzt hat es noch keine Auswirkungen auf meinen Kanal. Hoffentlich. Also, schreiben hat es keine. Könnte sein, dass meine Monetarisierung jetzt anders ist. Das heißt, wer nicht weiß, was Monetarisierung ist, ist die Werbung, die unter den Videos geschaltet wird. Dass YouTube jetzt denkt, meine Videos sind nicht mehr monetarisierungsfreundlich und schaltet keine Werbung mehr. Kann sein. Keine Ahnung. Vielleicht wird die Mitgliederfunktion irgendwann deaktiviert. Aber darum geht's nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Schreibt gerne rein in die Kommentare, was wir ändern sollen. Und ja, dann war's das. Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht unbedingt glücklich drüber. Tut weh, tut weh. Aber ganz wichtig, Leute, folgt mir bitte auf Instagram. Das heißt, wenn irgendwas nämlich passiert, wenn irgendwie mein Kanal gesperrt wird, was auch immer, vielleicht, warum auch immer, Leute. Folgt mir bitte auf Instagram, da kriegt ihr immer direkt die ganzen neuesten Infos. Die ganzen Leute, die mir jetzt auf Instagram folgen, wissen es ja auch alles schon. Das heißt, da seid ihr die Ersten, die ihr was erfahren. Falls am Ende ich einen neuen YouTube-Kanal aufmachen muss, weil ich zwei, drei Strikes bekommen habe, dann erfahrt ihr es sofort bei Instagram. Weil dann kann ich auch kein YouTube-Video mehr machen. Dann ist mein Kanal weg. Dann kann ich kein YouTube-Video mehr machen. Das ist mein neuer Kanal. Folgt mir alle auf dem neuen Kanal. Kann ich nicht mehr machen. Der Kanal ist weg. Deswegen probieren wir es dann über Instagram zu machen, wo mir dann hoffentlich alle folgt. Ja, Leute. Sonst hoffe ich, es geht mit dem Kanal ganz normal weiter. Aber Ome TV wird ein bisschen schwierig, Chat. Und das ist scheiße, weil es extrem geil war. Auch der Stream bis dahin war super geil. Hat übel Bock gemacht, wie jedes Mal. Wir haben gefühlt bei Ome TV mehr Zuschauer als bei Rocket League. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Können wir nicht ändern? Trotzdem danke an alle, die mich supporten, die jetzt hier vielleicht auch dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr wisst alles. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand. Wenn nicht, lasst mich eure Fragen in den Kommentaren wissen. Dann probiere ich die zu beantworten. Und sonst schreibt rein, was ihr zu dem Thema denkt. Was ich jetzt machen soll, wie die OmeTV-Streams weitergehen sollen. Ob wir es wirklich immer mit dem Bildchen machen sollen. Oder ob ich das riskieren soll. Meiner Meinung nach geht es gar nicht. Oder ob ich gar kein OmeTV mehr machen soll. Finde ich auch scheiße. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Oder wir müssen, keine Ahnung, bei TikTok streamen oder bei Mixer oder so. Ich glaube, auf Twitch ist es sowieso OmeTV komplett verboten. Ich glaube, wenn du da eine Sekunde OmeTV streamst, bist du direkt permanent gebannt. Ja, Leute, das war's. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen mad jetzt. Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Wir machen ganz normal weiter. Und danke an jeden, der mich supportet, immer noch weiterhin. Kuss an alle. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's dann auch mit dem kleinen kurzen Video. Ist ein bisschen anders. Ist kein Rocket League-Video, ist kein OmeTV-Video. Ist einfach, keine Ahnung, für die Leute, die sich ein bisschen für meinen Kanal interessieren und für mich interessieren. Danke auf jeden Fall an euch. Und haut rein, Leute. Haut rein. Vergesst auf gar keinen Fall, ein Abo dazulassen, ein Like für den Algorithmus. Und schreibt, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, Hashtag Tom stinkt. Ja, Freunde, das war's. Danke an alle, die vorbeigeschaut haben. Ciao, ciao.